Zum 100-jährigen Jubiläum der Beziehungen zwischen Ungarn und der Türkei ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Ungarn gereist. Dabei stand Schwedens Beitritt zur NATO als eines der Hauptthemen auf der Tagesordnung. Die Türkei und Ungarn sind die einzigen Mitgliedsländer des Bündnisses, die noch keine Zustimmung für die Aufnahme Schwedens gegeben haben. Erdogan hat sein Ja von einer gleichzeitigen Zustimmung des US-Kongresses zum Verkauf von F-16-Flugzeugen an die Türkei abhängig gemacht. Orbán will erst Respekt von dem nordischen Land.